Printmailings bieten eine ideale Möglichkeit für den Dialog mit Bestandskunden und potenziellen Neukunden. Aber was genau ist bei der Erstellung von Mailings zu beachten? Neben dem Angebot und der Zielgruppenauswahl sind insbesondere Aufbau und Inhalt des Mailings zu berücksichtigen. Hier kommen die wichtigsten Tipps. Zum Aufbau. Wir als Absender sollten zum Beispiel in Kopf- oder Fußzeile erkennbar sein. Dies vermittelt Seriosität und Vertrauen. Eine aussagekräftige Überschrift weckt die Neugierde des Lesers auf den kommenden Inhalt. Und zur Anrede? Eine persönliche Anrede ist ein Ausdruck von Wertschätzung. Kommen wir nun zum Text. Wir alle werden tagtäglich mit Informationen überschüttet. Orientieren wir uns am KISS-Prinzip. Keep it short and simple. Formulieren wir so kurz und einfach wie möglich. Eine klare Schriftart ohne Verschnörkelungen, in angenehmer Größe, erleichtert dem Kunden das Lesen. Strukturieren wir unseren Text. Besser? Besser. Wenn wir jetzt noch wichtige Informationen oder Vorteile unterstreichen oder Fettungen vornehmen, noch besser. Ein weiterer Tipp, eine direkte Aufforderung, was der Kunde genau tun soll, animiert zur Kontaktaufnahme. Hierbei nicht vergessen, den Kontaktkanal anzugeben, über den wir am besten erreichbar sind. Mit diesen Hinweisen haben wir bereits eine solide Basis für ein Printmailing. Und hier noch zwei Tipps. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und gibt unserem Schreiben im wahrsten Sinne des Wortes ein Gesicht. Das gute alte PS. Es hebt eine wichtige Werbebotschaft besonders hervor und sollte maximal 2 Zeilen lang sein. So, aber was ist die schönste Verpackung ohne Inhalt? Idealerweise sollte der Werbebrief wie ein persönliches Verkaufsgespräch aufgebaut sein. Wir sollten die Fragen, die der Kunde sich womöglich stellt, bereits im Mailing beantworten. Zum Beispiel, was will der Absender von mir? Mich informieren? Mir etwas verkaufen? Warum schreibt er mir? Bin ich bereits Kunde oder liege ich in seinem Einzugsgebiet? Welche Vorteile bietet mir das Angebot? Spare ich dadurch Zeit? Geld? Erleichtert es meinen Alltag? Diese Vorteile sollten für den Kunden sofort erkennbar sein. Das war einiges an Informationen. Aber im Grunde ist das Erstellen eines Werbebriefs ganz einfach. Fassen wir das Wesentliche zusammen anhand unseres Mailings im Briefkasten. Der Kunde findet unseren Absender. Außerdem haben wir eine Überschrift verfasst, die auf das Schreiben neugierig macht. Im Idealfall wird der Kunde persönlich angesprochen. Der Text ist gut lesbar und animiert zu einer Kundenreaktion. Kontaktmöglichkeiten sind angegeben. Bilder heben die Werbebotschaft hervor. Ein aussagekräftiges PS rundet das Printmailing ab. Und ganz wichtig, der Kunde sollte die konkreten Vorteile des Angebots direkt erkennen. Nun kennen Sie die wichtigsten Gestaltungstipps für ein Printmailing. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.